Hey Marie, ich habe am Wochenende Kevin und Susi gesehen. Oha, was haben die beiden denn gemacht? Sie waren im Park, haben viel gelacht und sich sogar umarmt. Helena, du bist doch mit Kevin zusammen, oder? Ja, wieso fragst du? Laura hat mir erzählt, dass Kevin und Susi ein Date im Park hatten. Sie haben sich sogar geküsst. Was? Susi, willst du mir vielleicht irgendwas sagen? Hey, was soll denn sein? Wie war dein Wochenende? Das sollte ich ja dich fragen. Du hast dich mit Kevin getroffen und ihr habt euch geküsst? Wir haben uns nie geküsst. Lass es sein. Deine Ausreden kannst du dir echt sparen. Was sind Fake News? Fake News sind Meldungen, Artikel, Postings oder Videos mit falschen Informationen, die meistens im Internet verbreitet werden. Wie entstehen Gerüchte? Wenn jemand eine Tatsachenbehauptung oder eine These in die Welt setzt. Welche Konsequenzen haben Fake News? Die Konsequenzen von Fake News sind Mobbing, Hass, Vorurteile und Zerstörung von Freundschaften und Beziehungen. Was kann man dagegen tun? Man kann selber nicht Teil des Problems sein und als Betroffener sich Hilfe suchen. Man sollte es kritisch hinterfragen, statt weiterleiten. Faktenchecks nutzen, Absender der Nachricht prüfen, die Quellen vergleichen und die Bilder prüfen. Hey, alles gut? Und warum wolltest du reden? Du kannst dir deine ganzen Worte direkt sparen. Ich weiß von der ganzen Sache mit Susi. Hä, was meinst du? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hör auf mit Reden, Kevin. Ihr seid so ekelhaft. Wirklich, mit uns ist es vorbei. Ich hab keine Lust mehr darauf.